Ich weiß, ey! Oh! Hä? Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist CWZD. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Why Play Throwback, heute in der Late Night Edition. Aber wir haben wunderbare, prominente Gäste. Und zwar ist heute der Marley von da. Gäste, habe ich gesagt, ne? Ja, Gäste. Du bist aber nur ein einziger Gast tatsächlich. Wir spielen heute das lang ersehnte FIFA 16. Oh ja. Worauf die ganze Welt gewartet hat. Und ich weiß, dass jetzt schon Hater in den Kommentaren ist, weil hier der erste FC Köln vor ausgewählt war. Ich nehme aber FC Bayern, ist viel geiler. Weil ich weiß, dass der Marley Dortmund nimmt. Und da ist eigentlich Bayern schon somit der beste Gegner, den man jetzt hier eigentlich auswählen kann. Barcelona. Ich finde es ja spannend, dass bei Bayern Ribéry, Robben, Götze irgendwie hier bei der Reserve sind, aber Weihrauch mit am Start ist. Lass uns das doch mal austauschen. Ja, ich bin gerade auch fleißig am Austauschen. Mann, das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Die ganzen FIFA-Fanatiker werden natürlich jetzt ja, also vorab, harte Kritik üben an der Vorab Aufstellung. Müssen wir natürlich sagen, dass wir absolut keine FIFA-Profis sind. Vor allen Dingen natürlich ich nicht. Ich habe natürlich jetzt auch nur zwei Innenverteidiger mit dabei, aber den Rest kenne ich nicht. Ich schaue einfach immer, wer da hier zum Beispiel zentrales Mittelfeld, Bender, Trikot Nummer 80. Ja. Aber der Castro hat Trikot Nummer 82, deswegen tue ich den rein. Nee, lass uns das so machen. Es ist einfach besser bewertet. Ist richtig so. Der Gündogan und der Aubameyang haben sogar dieselbe Trikotnummer, das ist ja abgefahren. Und der Kagawa und Mkhitaryan auch. Verrückt, diese ganzen Trikotnummern, auf jeden Fall. FIFA, das Update gefällt mir richtig gut. Richtig jetzt gut, ne? Ich lass jetzt mal, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Verlangen, Robben reinzupacken. Aber ich kann auch Lahm nicht rausnehmen. Wie kann ich nicht Rafinha und dafür Lahm austauschen? Laufen die sich nicht in die Fersen, wenn die da so hintereinander alle stehen? Das ist. Das ist mir jetzt Wurst, das ist jetzt die Startaufstellung. Wie gesagt, man kennt es ja von FIFA, dass man immer hart kritisiert wird, wer auch immer spielt. Ja. Aber, oh, der wird, und ich habe hier gerade den Controller sortiert. Wir können eigentlich, ja, der geht, oder? Eieiei, den habe ich natürlich reingebolzt, wie man es von mir kennt. Man wird auf jeden Fall immer kritisiert, wenn man FIFA spielt. Ich spiele sehr, sehr selten FIFA. Der Marley hingegen blamiert sich jetzt, wenn er nicht 6-0 gegen mich gewinnt. Dann legen wir mal los. Mein Bestes. Das ist aber eine andere. Oh, die Kameraeinstellung ist aber weit weg, ja. Die Kameraeinstellung ist weit weg. Wir haben gar nichts geändert eigentlich. Und was mir gerade auch noch auffällt, dem geübten FIFA-Spieler fällt natürlich auf, dass gerade der Kommentator an ist. Wie kriege ich den Kommentator denn aus? Wahrscheinlich in den Spieleinstellungen. Sehe ich das richtig? M-A-R-L-E-Y. Ich gehe schwer davon aus. Da, lass uns den doch auf 0 stellen. Was hältst du davon? Mach auf 1 fürs Feeling. Falsch. 0. So, ab geht's. Schon mal direkt der Ball im Aus. So viel zu unseren Skills. Wunderbar, wie du da. Oh, YouTube-Werbung im Hintergrund sehe ich gerade. Ich bin begeistert. Wenn das noch nicht das Placement des Jahres ist. Ich weiß nicht wirklich, wo ich jetzt mit meinem Controller gerade hin soll. Da hätte der Marley natürlich gedacht, dass ich passe. Aber ich passe doch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ja, dann gebe ich den Ball wieder. Oh, ich passe natürlich komplett immer zum falschen Zeitpunkt. Ihr seht schon, ich bin absolutes FIFA-Ass. Aber Marley, bevor wir jetzt hier mit unserem seriösen FIFA-Let's Play anfangen, gibt's Nachrichten von Dead Adam? Ja, wir sind momentan in der Produktionsphase. Okay. Und ich bin schon fleißig am Klavier spielen. Für das Ey! Oh! Hä? Was war das für ein Tor? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist jetzt tatsächlich der Torwart dran vorbeigelaufen einfach? Lass uns das in der Wiederholung nochmal gemeinsam anschauen. Ja, ich nehme mal einen Schluck von meinem Kaltgetränk. Ja. Alles klar. So, hier natürlich ein bravouröser Pass. Also erstmal dachte ich, dass abseits wäre, aber dann habe ich mir anscheinend verguckt, das war knapp. Aber der Keeper, also der hat sich da verkalkuliert irgendwie ein bisschen. Der dachte, das läuft anders. Der guckt aber auch ganz verdutzt, also der hat die Birke, aber doch ein bisschen da dem Ganzen hinterher geguckt. Ja, Leute, so viel zu dem Thema, wo wir gerade bei FIFA 16 sind. Es gibt natürlich einige Neuerungen mal wieder. Ich kann euch allerdings nicht so viel davon erzählen. Ich habe vielleicht 4-5 Matches gespielt hier auf FIFA 16. Man hört aber natürlich einiges, ja, die Nachrichten brodeln rein. Ich weiß nicht, ob Nachrichten rein brodeln können, aber es gibt auf jeden Fall vieles zu hören. Und zwar, dass nämlich Torwartleistung nicht unbedingt sich positiv verändert hat, wie wir vielleicht gerade auch gesehen haben. Das war doch
tatsächlich. Also das, sowas habe ich vorher noch nie gesehen, das ist halt auch eine Leistung, ne? Das war echt ein eigenartiger Moment. Das war auch ein eigenartiger Pass. Ja, und das ganze Spiel wirkt ein bisschen zähflüssiger, es wirkt alles ein bisschen langsamer, was natürlich jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Ganz klar. Elfmeter? Nee, ich habe gar nicht getackelt. Aber ich bin zu Boden gegangen hier im 16-Meter-Raum. Dann muss es natürlich direkt einen Elfmeter geben. Ich weiß nicht, ob der Schiri das gesehen hat, aber ich bin hingefallen. Oh, ja, lass uns den nochmal safe ganz ruhig zurückspielen. Uiuiui. Der Manuel. Immer ein Trick auf Lager. Junge. Ob das jetzt so sein muss, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Auf jeden Fall, wir haben beide wahrscheinlich tatsächlich sogar gleich viel Zeit schon ins Spiel investiert. Also wenn du sagst, du hast so 4 Stunden gespielt, habe ich das auch. Das ist einfach so. Das ist einfach gesetzlich so abgeriegelt. Oh. Und. Oh, jojojojo, das sind eigentlich die gewohnten Sachen, die mir spontan einfallen. Ja, ich habe allerdings FIFA 15 nicht so gesuchtet im Gegensatz zu Mario. Das heißt, ich kann euch leider nicht so die Updates geben, was sich so krass verändert hat. Ich weiß allerdings noch, dass ich damals, das ist ja hier im Rahmen eines Y-Play Throwbacks, zusammen mit dem DNR FIFA gespielt habe. Ich glaube, das war FIFA 14, ist aber kein Safe Call. Ich weiß es nicht so 100%. Und da war natürlich auch FIFA... Das war aber ein Schuss, Heidewitzka. Da war natürlich auch FIFA Können vom Feinsten gegeben. Nee, das war so eine heftige Katastrophe. Also das schaffen wir heute bei weitem nicht, das zu toppen. Oh, gefährlicher Schuss hier, gefährliche Flanke. Aber Manuel Neuer war natürlich wieder am Start und da laufe ich doch einfach dran vorbei. Gut, dass ich den Robin da eingesetzt habe, den Robin. Der zieht hier an allen vorbei und zieht natürlich auch genau in die falsche, in der falschen Situation hier in die Mitte. So. Was ist denn da los, Mann? Ja, der ist hier durchsetzungsstark, der ist heute richtig gut drauf und jetzt aus der Entfernung war gar nicht so knapp daneben, ne? Mann, da ärgert er sich aber auch. Hat der Birke sich auch wieder nicht bewegt, ne? Ich finde, der Robin hat so ein bisschen... Robin? Der Robin, ich sag immer Robin irgendwie aus dem Sinn. Der hat so ein bisschen so die Augen so krass vor den Augen, finde ich ein bisschen... Die Augen vor die Augen, genau. Das ist sein Problem, glaube ich. Deswegen hat er es auch manchmal einfach nicht so gut drauf. Das kommt davon, wenn man die Augen vor den Augen hat. Alter! Ja, was halt, ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ne? Halt so die Augenhöhlen, das sind ja auch wieder das, nicht das Richtige. Ich komme tatsächlich nicht so richtig auf den Begriff. Jetzt stehst du aber da hinten wie... Eine... Mauer. Genau. Guten Tag, Herr Mauer. Ja, guten Tag. Gewagt das Ding jetzt hier von meiner Seite. Das war wahrscheinlich abseits. Ah, okay, ich dachte schon, du hättest da irgendwie... So richtig spät gepfiffen. Macht er manchmal da, siehst du. Das finde ich echt scheiße, manchmal pfeift er das abseits so übel spät. Schon 4 Tore geschossen, dann kommt auf einmal abseits. War das bei FIFA 15 anders? Die haben es früher gefühlt, meiner Meinung nach. Was ist denn da los? Oh, das hätte aber ein heftiges Tor werden können. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, deine Abwehr ist sich da ein bisschen unsicher bei dem, was sie gerade tut. Die haben irgendwie noch keinen Bock. Oder die haben einfach Angst vor dem Bayern. Ich glaube, die brauchen einfach noch ein Tor hier, damit sie richtig warm werden. Lass uns das doch mal schnell regeln. Eieiei, da stehen sie aber. Da stehen sie zur Stelle. Und jetzt könnte es natürlich Zeit für einen Konter werden. Das gibt's doch nicht. Alter, das gibt's nicht. Nervös. Oh, das habe ich aber grandios gemeistert, mein Lieblingsjubel. Du richtig abgerutscht. Oh, mein Lieblingsjubel. Erstmal ein Schlückchen trinken und jetzt geht's weiter. Gleich kommt das nächste, ne? Mensch. Da kennt er nix. Ja, ja. Gut, du hast mich hier so hoch angepriesen, da muss ich auch. Ja, Leistung zeigen. Leistung zeigen. Zack. Hä? Als ob es kein Foul war. Als ob ich den Ball berührt. Das war das fairste Tackling. Ja, das war das fairste Tackling. Irgendwie eigentlich auch nicht. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Feature auf dem neuen Album? Bin ich am Start, ne? Hab ich mir sagen lassen. Du singst doch das Intro, haben wir doch eben noch drüber gesprochen. Ich sing das Intro übrigens auf dem neuen Album, wann auch immer es kommen mag. Man weiß es nicht. Morgen. Morgen kommt das neue Album im Saturn. Morgen kommt es im Saturn, übermorgen Mediamarkt. Ganz genau, das ist nämlich so eine Kette. Neue Promo-Phase. Phase. Ich habe übrigens, was mir immer ganz viele geschrieben haben, Mizzitz komplett alleine gesungen. Du? Hast du das nicht sogar auch produziert? Ich habe das auch produziert. Ne, voll viele schreiben mir immer so auf Twitter, yo Izzy, warst du eigentlich bei Mizzitz da irgendwie irgendeine Stimme? Ich weiß nicht so zu 100%, welche gemeint ist, die eigentlich im Refrain gemeint? Ne, ich weiß welche. Ich habe das auch bekommen, die Nachricht. Das ist im ersten Part von Tuddle, wo Adi das doppelt mit dem Aber, Laber. Scheiß drauf. Mal ist du einmal im Jahr. Genau in der Stelle. Da doppelt er das.
ihr seid nur ein Scheiß drauf. Ja. Diese Stelle, weißt du, was ich meine, ne? Ganz genau. Da ist ja der gute Adi mit Außentüren vertreten und das kann ich verstehen, dass man da die Ähnlichkeit zu deinen Stimmbändern raus. Zu meinen Stimmbändern. Ja. Nee. Übrigens, Fun Fact, das nächste Cover von euch werden ja auch meine Stimmbänder, ne? Die werden abfotografiert. Das ist alles ganz kompliziert, aber die sind... Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt, aber das ist so ein neues Ding, das ist gerade im Kommen. Stimmbänder. Dafür entwickeln die neue GoPro und dann kannst du schön den Hals reinschieben. Das ist ganz genau. Stimmbänder. Und meine Stimmbänder haben halt eine ganz freakige Form. Und deswegen auch diese freaky Stimme. Deswegen auch meine freaky Stimme. Wie sieht das aus mit dem Spiel? Wer gewinnt? Was sagst du? Ja, beim Spiel bin ich auch irgendwie geistig noch gar nicht so richtig dabei. Mm, mm. Also das ist, da bin ich noch nicht auf der Höhe. Das ist ja meine Ecke, ja genau. Boah, übelst die Beine weggeschossen, eiskalt wie ich bin. Weil die Vergangenheit hat uns ja gezeigt, dass wir gerne Golden Goal spielen zum Beispiel. Das ist der Wahnsinn, bei uns ist immer so ein unentschieden Ding. Elfmeterschießen ist auch immer heiß umkämpft. Ja, aber darauf wird es heute nicht hinauslaufen. Nee. Ich schieße jetzt nicht. Denn es steht bereits 1-1. Das heißt, es gibt kein Elfmeter. Das kann eigentlich kein Elfmeterschießen mehr werden. Es ist immer schwierig. Du bist natürlich jetzt auch alleine da. Aber dir traue ich natürlich, ja, natürlich einiges zu. Ja, unfassbar viel. Und da sind wir auch schon in der Halbzeit, Leute. Herzlich willkommen in der Halbzeit. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Nach der Werbeunterbrechung geht es natürlich weiter. Genau. Wirst du auswechseln? Nö, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meines Teams. Ich tatsächlich auch, also das war wirklich eine bravouröse Leistung. Konnte man bei FIFA 15 nicht mal so krass am Anfang durchlaufen? Genau das, das ist jetzt hier nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Ja, okay. Ich sage jetzt einfach die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, bevor dann die Leute wieder, das ist nicht so, du kannst kein FIFA. Ja, das werden sie sowieso schreiben, dass wir überhart schlecht sind. Das, ja, auf jeden die Fall. Die liegen natürlich auch nicht immer komplett falsch. Das muss man einfach mal so sagen. Was mir sehr gut gefällt, ist auch hier das Spray. Gab es bei FIFA 15 auch schon das Linienspray? Nee, das hat mich auch riesig gefreut, dass ich das gemacht habe. Ja, ne? Das war wirklich. Ist auch mein beliebtestes Feature. Da hätte ich sonst mein beliebtestes an EA Sports geschrieben. Das Leute, das Spray. Muss auch aufpassen, die rutschen gerne jetzt auch aus, die Spieler, ne, wenn das noch da ist. Ja, das ist ja verrückt, ey, was mit dem Spray sich alles verändert hat das in der Fußballwelt. Bananenschale bei Mario Kart halt. Ne? Ach Quatsch, da ja kann man jetzt sogar mit spielen, richtig, oder was? Ich glaube, auf L2 kannst du jetzt Bananenschale werfen. Bananenschale noch werfen. So Mario Kart-Modus in FIFA wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, Mali, gibt's noch was du Spannendes erzählen kannst aus der Musikwelt? Boah, da gibt's so viele Noten und Lieder. Das ist ganz schön abgefahren, die Musikwelt. Warum hab ich nicht geschossen? Warum hab ich nicht einfach abgewehrt? Also, ist ja egal. Ja, wie viele Noten gibt's so? Ein Oktave hat 12. Mhm. 12 Töne, 12 Halbtöne. Willst du noch was wissen? Lass uns hier doch mal ein paar Musikfakten einstreuen. Ja. Ich glaube, das ist, was die Leute interessiert, wie viele das Töne sind auf Tara. Das deine Zuschauer brennend. Ja, Leute, erzählt doch mal ein bisschen mehr über Musik. Ich merke das ja auch, dass die Leute nicht mehr über Oktaven in die Kommentare schreiben. Da habe ich mich ja schon des Öfteren beschwert. Genau. Dass das irgendwie dann nicht mal mehr thematisiert wird. So, lasst uns doch mal jetzt hier was in die Mitte. Der Lewandowski muss da doch wieder zuschlagen. Mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wo hängt er denn da rum? Wo hängt er denn da rum? Ah, jetzt... Müsste aber auch mal langsam die Gelegenheit hier kommen, aber das ist ja ein Mittelfeldspiel des Grauens. Habe ich das Gefühl. Oh. Meine Freunde. Da ist der Keeper aber wach jetzt. Okay, ne? Guck da. War traurig. Ein wird trotziger Blick. Mann, hat nicht reingemacht. Ja, wirklich so, Mann. Hä? Ich dachte gerade, einer von meinen Spielern hätte den gefangen. Genau, das dachte ich auch. So, hey, du sollst den Köpfen nicht fangen. Ja, wenn du den schon nicht hältst, dann mache ich das, Junge. Da musst du aufpassen, dass du da nicht zu weit in mein Gebiet reinkommst. Müller? Gleich Müllerts? Müller? Wieso sage ich bei Neuer Müller? Langsam wird es aber echt ein bisschen schwierig. Ich kann gar nicht schon verwirrt. Sollst du mal früher schlafen gehen? Oder? Ich gehe jetzt auch gleich pennen. Oh, das war aber auch den echt hab ich mir gegrabt und das wird jetzt eiskalt genutzt. Oder es müsste jetzt auch jeden Moment das Tor rattern! Oh. Ja, warum passe ich dir denn den Ball? Oh. Oh no! Oh. Da war die Bananenschale. Hast du da gesehen? War die Bananenschale zum richtigen Zeitpunkt ja, eingesetzt. L2 gedrückt. Mann, ey. Das war aber auch ganz schön heimtückisch. Also Pässe in den Lauf sind auch ganz. Die sind richtig krass geworden. Die werden irgendwie, das ist so ein richtiger hoher Bogen. Ja, und die kommen auch nicht mehr irgendwie so da an, wo ich das eigentlich haben will. Das ist ganz
Da muss ich noch rausfinden, wie man das gut macht in diesem Game. Es ist im Großen und Ganzen einfach eine verrückte Situation. FIFA ist einfach das verrückteste Spiel. In 2015. Oh nee. Hui. Das war aber auch ein Spiel. Hui, da hast du aber nochmal die Gelegenheit. Knapp. Oh, wurde mir mal kurz schwarz vor Augen. Ist da vielleicht ein Wechsel nötig? Haben die Illuminaten damit was zu tun, vielleicht, dass der Ball nicht reingegangen ist? Oh. Magnetische Pfosten. Cooler Move auf jeden Fall von deiner Seite aus. Ey, das gibt's aber doch nicht. Da wird sich da der Ball wund gespielt. Ich hab mir heute aber meinen Ball wund gespielt. Mann, ey. Das glaubt mir niemand. Warum macht er auch keinen Trick? Ich wollte dich austricksen. Boah, wie er den da angenommen hat, das war ja bravourös, mag ich fast behaupten. Irgendwie steht da deine Abwehr nervig. Kannst du das ändern? Geh doch mal voll offensive oder so. Soll ich die rausnehmen? Nimm mal die Abwehr raus. Mal Stürmer reintun. Och Mensch, das ist aber auch hier ein Rumgezedere, Zadere, Rumgeeier, ne? Mann, dass da so viel gezedert wird. Boah, schwierig, sag ich. Was sagst du? jetzt bist du dran. Ich stimme dir voll und ganz zu. Okay. Ich will dir da bloß nicht widersprechen. Wo ich große Angst vor habe, ist, dass mein Speicherplatz gleich voll wird. Das Problem gab es nämlich schon das ein oder andere Mal. Aber jetzt wird das Ganze ganz locker runtergespielt. Hier ist der Pass vorne in den Lauf. Oh, das ist doch hier nicht die... Also, das ist ja wohl nicht die Möglichkeit. Also, Mensch. Also, diese Pässe in Lauf, die sind mir echt noch suspekt. Mhm. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Ja. Nee, da braucht auch jeder so... Hand. Was? Hey, du hast mich total über den Haufen gerannt. Und dann habe ich ihn in die Hand genommen. Der, wie der aussieht, der Ribéry. Der Robby, der ist... Ich sag Ribéry, ey. Das ist Wahnsinn. Lass ihn reinmachen. Oh, Robby. Nee, der sieht müde aus, der Junge. Ich glaube, den muss ich auswechseln. Ich wollte gerade sagen, den musst du lieber vom Feld. Das ist ja auch cool, wenn man den Gesicht ansieht, wie müde die gerade sind. FIFA 17 auf jeden Fall Update. Wenn nicht, bin ich enttäuscht. Wenn man nicht die Müdigkeit der Spieler sieht. Ah, ich weiß nicht wohin. Es ist doch alles ärgerlich. Und ich mache nur Fehlpässe. Schreib mal in die Kommentare, wie viele Fehlpässe ich schon gemacht habe. Genau, guck nicht in die Statistik, sondern schreib es bitte in die Kommentare. Oh, da hast du den aber auch ausgedribbelt. Und dann so... Bitte? Lass den noch mal kurz rücken. Dann so ein Grottenpass, wollte ich sagen. Alter, was passiert hier gerade? Das ist echt eine Katastrophe. Weg damit! Zack! Wohin jetzt? Hast du eine Idee, wo ich den jetzt hinspielen könnte? Wo wir zu den hinspielen? Hier so, ne? Mal. Danke. Gib mal. Was ist da los? Also, das liegt am Spiel. Das liegt nicht an mir. Das kann ich euch garantieren. Ich finde das auch Wahnsinn. Ich habe das schon bei FIFA 15 das Gefühl gehabt, dass die viel krasser stolpern oder mal den Ball falsch annehmen oder also dass sie Probleme bei der Ballannahme. Das war aber ein Kamikaze-Kick, Junge. Das war aber eigenartig. Aber das juckt den Manuel halt gar nicht, ne? Ich habe das Gefühl, das ist immer noch so, dass sie öfter mal so viel Ballannahmen haben. Wenn der Schuss knapp war, dann einen Daumen hoch, bitte. Was ich übrigens noch fragen wollte an die Leute, hier, der Marius hier, der konnte mir auch noch nicht helfen, der aka Marley Dead Adam Boy. So steht es in meinem Instagram-Video. So steht es auf Wikipedia. FIFA Ultimate, das wollte ich nämlich spielen, Ultimate Team. Mhm. Spielt der Marley auch nicht? Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Warum? Weil ich jetzt das Tor da reinmache. Ich mach das Tor rein. Mann! Mach doch mal das Tor rein. Ah, es geht tatsächlich wieder gleich in die Verlängerung. Die Chemie, da geht es ja irgendwie darum, die Chemie eines Teams irgendwie aufzustellen. Ich weiß gar nicht, wie groß die Rolle da irgendwie, also was für eine Rolle spielt, die Chemie da groß aufrechtzuerhalten. Es gibt da den einen oder anderen Spieler, der heftigste Werte hat, aber gar nicht in die Chemie eines Teams passt. Macht aber vollkommen Sinn. Aber frage ich mich halt, packe ich dann lieber einen richtig schlechten rein, so, der aber vollkommen in die Chemie passt? Nein, du musst oder ist der so exorbitant krank, gut, dass selbst wenn es nicht in die Chemie passt, der trotzdem im Spiel spielen sollte? Das musst du am besten ausprobieren. In der Mannschaft. Probierst du einfach mal aus. Ne? Ja, das wird wahrscheinlich auch überall unten in den Kommentaren stehen. Probierst du einfach mal aus. In den Kommentaren steht, Messi ist besser als Ronaldo. Jetzt müssen wir mal gerade hier raus. Jetzt müssen wir gerade mal ein Tor schießen. Es wird hier gerade knapp. Ich habe aber auch meine Kontaktlinsen halt nicht drin. Das ist die ganze Zeit das Problem, was ich hier mache. Du siehst eigentlich gar nichts.
Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wenn der, war das kacke. Ich wollte gerade noch in dem Moment, als ob du jetzt in der Nachspielzeit das Ding... Ich wollte gerade sagen, was das Problem war. Hier nämlich. Der Tunnel. Dass er da die Attacke gemacht hat und ich dachte aber, er läuft rein, nimmt sich den Ball und schießt ihn weg, aber er hat diesen Ruckler da gemacht. So nenne ich das jetzt einfach mal. Schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr bei diesem Tor den Controller zerstört hättet. Hätte ich nämlich gemacht. Ist das so? Boah, ich wäre voll ausgerastet online auf jeden Fall. Ja, weil es jetzt Nachspielzeit, dritte Minute war, meinst du? Ja, Leute. Bravo, es ist game. Auf jeden Fall Daumen hoch fürs Mikro. Daumen hoch fürs Mikro, Daumen hoch für diese wunderbare Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ich verlinke natürlich Dead Adam unten in der Beschreibung. Das sind ja... Das muss gemacht werden. Das muss natürlich gemacht werden, Leute. Alle abonnieren. Kauft alle das Album. Morgen natürlich im Saturn erhältlich. Übermorgen dann im Mediamarkt. Genau. Und übermorgen kommt es dann auf iTunes. Und in 4 Wochen auf Spotify erhältlich. Genau. Da gibt es dann nämlich den Store, der dann auch online geht, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Morgen geht's dann weiter mit einer Runde Ack zusammen mit dem Dena. Und übermorgen gibt's dann noch eine Y-Play. Throwback, Leute. Take this, ihr nehmt das Leben nicht so ernst. Macht's gut. Und tschüss.